Die M4S PCL Dynamic können Sie mit wenigen Handgriffen im Stehen an- und ablegen. Suchen Sie hierzu einen sicheren Stand auf einem rutschfesten Untergrund. Halten Sie sich zur besseren Balance beispielsweise an einem Tisch oder einer Wand fest. Stellen Sie das betroffene Bein leicht nach hinten aus. Halten Sie die Muskelspannung im Oberschenkel, sodass das verletzte Bein stets gestreckt ist. Verlagern Sie hierfür Ihren Stand und belasten Sie Ihr gesundes Bein. Prüfen Sie bitte noch die Zahlenskala am Unterstützungspad und merken Sie sich Ihre Einstellung, sodass Sie die Orthese später wieder korrekt anlegen können. Öffnen Sie zunächst den Tibiagurt am Schienbein. Dieser ist mit einem Ausrufezeichen gekennzeichnet. Ziehen Sie nun den Drehknopf am Wadenpad heraus, bis ein Klick zu hören ist. Öffnen Sie nacheinander Gurt 2 und Gurt 1 und ziehen Sie diese aus den Kunststoffösen. Gurt 3 kann geschlossen bleiben. Tipp: Schließen Sie den Klett wieder, indem Sie den Gurt in der Mitte falten. So verhindern Sie, dass Ihre Kleidung Schaden nimmt. Sie können die Orthese nun vom Bein abstreifen. Achten Sie darauf, dass Ihre vordere Oberschenkelmuskulatur immer noch angespannt ist. Das verletzte Bein soll dabei gestreckt bleiben. Achten Sie darauf, dass die Belastung stets auf dem gesunden Bein ist. Suchen Sie zum Anlegen der Orthese einen sicheren Stand auf einem rutschfesten Untergrund. Halten Sie sich zur besseren Balance beispielsweise an einem Tisch oder einer Wand fest. Ziehen Sie das Unterstützungspad nun bis zum Anschlag heraus und verriegeln Sie anschließend den Drehknopf wieder. Streifen Sie die Orthese über das betroffene Bein. Dabei sollte das verletzte Bein stets gestreckt sein. Achten Sie wieder darauf, dass die vordere Oberschenkelmuskulatur immer angespannt ist. Die Belastung soll weiterhin auf Ihrem gesunden Bein sein. Stellen Sie nun das verletzte Bein leicht nach hinten aus. Positionieren Sie die Orthese so, dass sich die Gelenkmitten auf Höhe der Oberkante der Kniescheibe befinden. Schließen Sie nun die Gurte in der richtigen Reihenfolge, um eine optimale Wirkung und sicheren Halt der Orthese zu gewährleisten. Prüfen Sie nochmals den korrekten Sitz der Orthese. Drehen Sie den Drehknopf so weit hinein, bis Sie Ihre eingestellte Zahl erreicht haben. Für weitere Stabilisierung können Sie den Tibiagurt schließen. Dieser darf immer nur als letzter Gurt geschlossen werden. Gehen Sie ein paar Schritte und ziehen Sie die Gurte gegebenenfalls nach. Die Polster und Überzüge können mit kaltem Wasser und einem milden Waschmittel von Hand gewaschen werden. Lassen Sie die Polster und Überzüge an der Luft trocknen.